Bella Italia. Gibt's was Schöneres, als mit einem italienischen Bike durch die Alpen zu bügeln? Ein Paradies für Zweiradfans, Eppan in Südtirol. Die malerischen Dörfer der Weinbauregion wirken, als sei die Zeit stehen geblieben. Hier ist die Moto Guzzi Breva in ihrem Element. Ihr 85 PS starker luftgekühlter V2-Motor steht voll in der Markentradition. Guzzi-typisch vibriert es immer noch heftig zwischen den Schenkeln. Schaltung und Bremsen agieren aber leichtgängiger als früher. Die Moto Guzzi Breva ist eine kultivierte Guzzi. Sie bietet eine gesunde Mischung aus Tradition und Moderne, genau wie die Eppaner Hotels. Südtiroler Spezialitäten wie Salami, Schinken und natürlich Pasta füllen den Magen. Besonders wenn sie nach altem Brauch im Parmesanleib angerichtet werden. Doch allzu viel Zeit sollte man nicht mit Schlemmen vertrödeln. Die Guzzi ruft. Sie begeistert mit für diese Klasse überraschend gutem Handling und fährt sich dank ausgewogener Balancierung und bequemer Sitzposition selbst in den engen Altstadtgassen kinderleicht. In Eppan gibt es viel zu entdecken. Zum Beispiel einen Urahn der Breva V1100, eine Airone Sport. In den 50er Jahren galt die 250er mit 13,5 PS als Rennhobel. Heute wirkt sie eher gemütlich. Seit ungefähr 25 Jahren bin ich im Besitz dieser Moto Guzzi. Was ist das für ein Modell? Das ist ein Airone Sport, 51er Baujahr. Meistens bin ich über den Mendelpass, Kampenpass da in der Gegend rum oder in Dolomitenpässe. Da gibt es natürlich auch schon schöne Touren. Oh. Die Breva überzeugt selbst den Nostalgiker. Das wäre natürlich auch schon ganz was anderes zum Fahren. Hier, wenn man auf dieser Maschine oben sitzt, da ist man sehr unbequem. Und wenn man mit der Maschine drüben fährt, wie man die Kurve anfährt, so muss man sie auch zu Ende fahren. Ja, man kann also in der Kurve drin nicht nochmals nachsteuern, das geht bei der nicht. Und da bei der kann ich mir vorstellen, dass das schon sehr sportlich zum Fahren ist. Der Mendelpass, ideale Teststrecke für die Breva. Über 26 Kilometer windet sich die Straße bergauf. Im Sommer bevölkern hunderte Zweiradler den Pass. In Frühling und Herbst ist man fast alleine. Die 230 Kilo schwere nackte Guzzi macht hier richtig Spaß. 86 PS und 85 Newtonmeter schieben mühelos bergauf. Das Fahrwerk hat selbst mit endlosen Kehren leichtes Spiel. Breva und Eppan sind wahrlich eine Reise wert. What's gonna tell it?